Wutreden genannt. Ich glaube, im Internet kursiert das auch darunter. Wir wollen jetzt noch mal die andere Seite von Uli Hoeneß ein bisschen kennenlernen und hören ihre Frau in einem ZDF-Interview. 2009 war das. Die, die ihn nicht kennen, die sagen, so ein arrogantes Schwein. Aber das ist er nicht. Wenn man ihn kennt, dann weiß man, wie er ist. Aber das ist auch eine Fassade, die man sich aufbaut. Man möchte ja auch gar nicht von allen gleich erkannt werden. Nicht erkannt werden, auch nicht geliebt werden, oder? Von allen. Ich lege großen Wert darauf, dass die Leute, die mich kennen, dass die sagen, das ist ein guter Kerl. Und was mich nicht so sehr stört, wenn Leute die Klischees bedienen, die Artikel über mich schreiben, die mich nie kennengelernt haben, oder Leute, die über mich sprechen, ohne mich persönlich zu kennen, das regt mich eigentlich nicht auf und da lege ich auch keinen großen Wert drauf. Wenn allerdings mein nächstes Umfeld, meine Sekretärin, meine Mitarbeiter, meine Freunde, meine Mitarbeiter in der Wurstfabrik, wenn die sagen würden, das ist ein schöner Arsch, dann würde ich mich sehr darüber ärgern.